Herzlich willkommen. Ja, den meisten von uns ist klar, so wie jetzt kann es unmöglich weitergehen. Wir brauchen einen anderen Umgang mit der Natur, weg von Treibhausgasen, weg von Zerstörung, hin zu einem wirklich nachhaltigen Lebensstil. Aber wie schaffen wir das? Mein heutiger Gast meint, wir müssen vor allem lernen, ganz anders zu denken und ganz anders zu fühlen mit Blick auf die Natur und auf uns selbst. Bayo Akomolafe stammt aus Nigeria, lebt jetzt in Indien und ist ein international gefragter Redner, Psychologe und Philosoph, für manche sogar ein spirituelles Vorbild. Ja, Bayo Akomolafe, Sie sprechen die Menschen in Ihrer Umgebung, mit denen Sie zu tun haben, gerne als Brother and Sister an. Sind wir alle eine große Familie in Ihren Augen? In gewisser Weise ja. Allerdings wurde mir in Aussicht gestellt, dass ich hier mit Ihnen Arm drücken würde. Ich bin wegen dieses Versprechens gekommen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, durch unsere Verstrickungen in der modernen Zivilisation erkennen wir oft nicht, wie verbunden wir sind. Wenn ich Menschen als Bruder oder Schwester anspreche, liegt darin eine spirituelle Einladung zu einer anderen Art des Seins, einem anderen Gefühl der Verkörperung, einem anderen Verständnis von Identität. Mhm. Über das werden wir alles noch reden. Wie ist denn das mit den Tieren? Oder mit den Pflanzen? Gehören die auch zur Familie dazu? Unbedingt. Die moderne Zivilisation basiert auf der Idee des Getrenntseins. Bruno Latour hat ein Buch darüber geschrieben, dass wir nie modern waren. Intellektuelle Bruno Latour, genau, ja. Ich glaube, dass wir auch nie absolut menschlich waren. Unsere kategorisierende Vorstellung, wonach wir in unserer Unabhängigkeit einzigartig und von der Tierwelt und der Fluidität der Welt abgeschnitten wären, ist eine nützliche Prämisse, die funktionieren mag, aber sie hat sich überlebt. Es ist gefährlich, an dieser Prämisse festzuhalten. Und Ihre Arbeit besteht genau darin, diese Konzepte aufzubrechen, die Gegensätze aufzubrechen, Grenzen zu überschreiten, alles flüssig zu machen und zeigen, wie alles mit allem verbunden ist. Und Sie gehen sogar noch weiter und nehmen nicht nur Tiere und Pflanzen dazu, sondern auch unbelebte Dinge wie Berge zum Beispiel. Also wir in der Schweiz haben ja ganz viele und ganz schöne Berge. Und Sie machen sogar einen Kurs, Sie geben Kurse und der Titel heißt «We will dance with mountains». Unglaublich poetisch, wir werden tanzen mit Bergen. Wie meinen Sie das? In meiner Arbeit nimmt die Vorstellung einer geteilten Handlungsmacht viel Platz ein. Inspiriert dazu haben mich neomaterialistische, feministische Denkerinnen und Denker mit ihrer Materialismus- und Wirtschaftskritik, aber auch schwarze Gelehrte und indigene Kosmologien, wonach wir der Erde und der Ökologie verpflichtet sind. Wie wir als Menschen funktionieren, ist nicht von oben verordnet. Wir sind nicht über die Erde erhaben. Wir haben die Kontrolle nie wirklich inne gehabt. Trotz unserer Herrschaft mit allen ihren schädlichen Folgen des Anthropozäns, wie wir es nennen. Aber wir haben uns nie wirklich von der Erde, der Textur, der Farbe, der Intensität, den Grenzbereichen, den Archetypen, von den Vorfahren gelöst. We Will Dance with Mountains thematisiert auf eine visionäre, prophetische Art und Weise, dass wir unsere Probleme nie endgültig beilegen werden. Die Aufforderung im Jetzt besteht darin, neue Solidaritäten und Allianzen mit einer Welt aufzubauen, die wir glaubten, hinter uns gelassen zu haben. Sie haben schon diesen neuen Materialismus erwähnt, darüber werden wir noch reden. Figuren, Denkerinnen wie Donna Haraway, yes. Karen Barrett zum Beispiel. Karen Barrett. Genau, sind sehr wichtig für Sie. Bei den Bergen nochmal zu bleiben, also wie alles irgendwie auch diese Handlungsmacht, die auch Dinge haben, wie zum Beispiel Bakterien oder der Klimawandel oder sowas oder tektonische Verschiebungen. Yes. Und für Sie ist das alles auch im Fluss. Also selbst ein Berg ist etwas, das fließt, wenn man die richtige Zeitdimension sich vor Augen hält, oder? The easiest way to think about this
Der einfachste Weg, darüber nachzudenken, besteht für mich in einer metaphysischen Annäherung. Eine Metaphysik der Punkte setzt ein Universum voraus, in dem die Dinge mit ihren Eigenschaften in einer vorbestimmten Beziehung zueinander stehen. Das ist ein Buch, das hier ist mein Bruder, und das ist ein Tisch und das ist eine Tasse. In Anlehnung an Alfred North Whiteheads Vorstellung der Prozesshaftigkeit und Relationalität der Welt und in Anlehnung an die westafrikanischen Yoruba-Denker glaube ich nicht, dass wir Agency oder Wirkmacht haben, sondern dass sich Wirkmacht über Körper materialisiert. Agency ist also keine Eigenschaft der jeweiligen Körper. Agency ist ein Territorium. Sie ist breit gestreut im Sinne von Gilles Deleuze' Assemblage-Theorie. Agency ist in gewisser Weise eine Assemblage und sie nutzt Körper zu ihrer Materialisierung. Das ist eine Metaphysik der Linien anstelle einer Metaphysik der Punkte. Folglich denken Berge. Und wie wir Gedanken und Körper verorten. Das muss ich jetzt kurz verstehen. Berge denken, sagen Sie. Also ist für Sie die es gibt ja auch diese Gaia-Hypothese. Sie haben Bruno Latour angesprochen. Ist für Sie die Erde auch so etwas wie ein großes Lebewesen oder ist das zu animistisch dann gedacht? Das ist eine hilfreiche Annäherung, um über Wirkmacht und Vitalität nachzudenken. Viele Intellektuelle haben sich darin versucht, sich die Welt als ein lebendes Wesen, als einen eigenständigen Organismus vorzustellen. Wenn ich sage, Berge denken, wende ich mich gegen die äußerst anthropozentrische Idee, dass das Denken eine rein menschliche Gabe ist, die ausschließlich menschlichen Körpern und menschlichem Leben innewohnt. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Gedanken auch in Möbeln innewohnen. Selbst unser Verhalten ist eine ökologische Ausscheidung in Form von menschlichen Pheromonen. Ich bin nicht sicher, ob das empirisch belegt ist, aber ich sehe den Menschen als von Botenstoffen getrieben. Es sind die Pheromone, die sich verbreiten und die Dinge bewegen. Es ist also eine Kosmologie der Bewegung, Bruder. Es ist eine Kosmologie des Animismus. Man spürt schon, warum Sie weltweit so ein gefeierter Redner sind. Also Sie verweben die Sachen, Sie verschaffen neue Metaphern und einen neuen Blick auf die Dinge. Ursprünglich sind Sie Psychologe, haben in den USA gelehrt, in Kanada, in England, derzeit aktuell in Vermont und in Kalifornien, leben aber in Indien, in Chennai mit Ihrer Familie, mit der Frau und zwei Kindern. Und Sie haben schon die Pheromonspuren erwähnt. Und Sie bringen oft ein Beispiel, das unglaublich stark ist, nämlich mit Ameisen. Und ich kannte das Phänomen vorher nicht, aber es gibt so eine genannte Ameisenmühle. Und zwar Ameisen folgen blind den Duftspuren ihrer Vorgänger, diese Arbeiterameisen. Und dann kann es zu einem solchen Zirkel kommen. Wir haben ein Bild mitgebracht, wo man das sieht. Irgendwie per Zufall. Und die kommen da nicht mehr raus. Das ist ein tödlicher Zirkel. Und irgendwann brechen die da drin zusammen. Und Sie sagen jetzt, das sind auch wir. Wir Menschen sind unsere Lebensform, unsere Wirtschaftsform ist derzeit auch in so einer Mühle drin. Es ist unglaublich schwierig, eigentlich fast unmöglich, mit Blick auf die Art und Weise, wie wir auf Krisen reagieren, wie wir versucht haben, das Klimakaos, die Rassenungerechtigkeit, die schrecklichen Auswirkungen des Anthropozäns anzugehen, wie wir uns immer wieder im Kreis drehen. Es ist fast unmöglich, nicht an diese Todesspirale der Ameisen zu denken. Sie haben es geschildert. Die Ameisen scheinen in einer Art Pheromonunfall verwickelt zu sein. Sie drehen sich im Kreis, bis sie sterben. Man ist versucht, von einer Anthromühle anstatt von einer Ameisenmühle zu sprechen. Wir befinden uns in einer Echokammer der Wiederholung. Wir stecken in einem moralischen Gefängnis. Wir wiederholen unsere Handlungen in der Hoffnung, dass aus der stets gleichen Herangehensweise etwas Neues entsteht. Ich denke, die Welt verweigert sich dem. Es scheint mir fast, sie würde sagen, ach nee, dafür bin ich nicht hier. Du müsstest das anders angehen. Deine Haltung müsste sich ändern. Also
Also unsere Lösungen, die wir vorschlagen, die die Politik vorschlägt, sind Teil des Problems, würden Sie sagen. Das ist nicht wirklich ein Ausweg. Ich meine, es wird ja viel gemacht, also viel geredet auch, aber auch viel gemacht. Yes. Also yes. Die ganze Energiewende hin zu erneuerbaren Energien und so weiter. Sie sagen alles, das bringt nichts. Wir brauchen etwas fundamental anderes. I think at the heart of what we call the Anthropocene, and there im Zentrum dessen, was wir als Anthropozän oder Poly- bzw. Metakrise bezeichnen, steht meiner Meinung nach die koloniale Präsenz des Menschen. Is the colonial presence of the human, right? Black scholars for a long time. Schwarze Intellektuelle erklären seit langem, dass der Mensch ein politisches Geschehen ist. Der Mensch ist keine vollendete Tatsache. Wir sind nicht einfach nur Menschen. Anstatt den Menschen als die anthropomorphe Form zu sehen, die wir annehmen, sind wir eingeladen, den Menschen als einen Handlungsraum zu sehen. Innerhalb der moralischen Architektur dieses Handlungsraums beharren wir darauf, Lösungen auf Probleme zu werfen. Allerdings handeln wir nie allein, sondern in ständiger Wechselwirkung. Wenn wir Lösungen in den Handlungsraum werfen, verstärken wir lediglich seine Belastung. Wir brauchen neue Auswege. Andere Intellektuelle haben auch von unserer autistischen Wahrnehmung gesprochen. Ich spreche von Fugitivity, von Flüchtigkeit. Was heißt das? Wie deuten Sie das? Bei der Lesart des Begriffs der Fugitivity lehne ich mich stark an Fred Moten und Aaron Manning an. Seine Auslegung beruht auf den Geschichten darüber, wie schwarze Körper im Süden der USA vor dem Bürgerkrieg aus der Plantage ausbrachen. Es war ein Akt des Widerstands, auch Marronage genannt. Sie wollten ihre Körper der Sklaverei entziehen und fanden kreative Wege, dies zu tun. Es liegt viel Schönheit in der Planung und Durchführung eines Ausbruchs aus der Gefangenschaft, in der Idee, die Risse in etwas Geschlossenem zu finden. Wo liegt der Ausweg aus unserem Eingeschlossensein in diesem Kreis, in dem wir uns drehen? Wie entheben wir uns aus dieser Trance, dieser Wiederholung, das Problem des Klimawandels einfach mit Geld lösen zu wollen, die Pandemie einfach mit Geld zu bekämpfen und zur Normalität zurückzukehren? Im Nachdenken über unser Verwobensein erkennen wir vielleicht, dass wir nicht allein handeln, sondern in einer stetigen Wechselwirkung. Wenn wir den Menschen endlich aus dem Zentrum rücken, merken wir vielleicht, dass die Flucht tatsächlich das beste Rezept ist. Also das ist etwas ganz Wichtiges, den Menschen aus dem Zentrum zu nehmen. Das ist ein Lebewesen neben anderen, etwas neben vielem anderem. Und Sie sagen, Sie sind auch Posthumanist, über das reden wir noch. Aber Sie sagen, der Grund für diese Mühle, für diesen Zirkel, dass wir da nicht rauskommen, ist letztlich auch die Moderne selbst. Also dieses Versprechen von Fortschritt, von Wachstum, von Herrschaft über die Natur, auch über uns selbst. Und Sie sprechen auch davon, von White Modernity, also von weißer Moderne. Was bedeutet das? Warum ist die weiß? Well, whiteness is. Nun, Weißsein meint nicht weiße Menschen. Ich gebe mir große Mühe zwischen dem weißen Äußeren und dem Weißsein als zivilisatorische, planetarische, erdformende Praxis zu unterscheiden. Weißsein ist also ein sozioökonomisches, rassifizierendes Machtarrangement, das Körper auf der Grundlage ihrer Nähe zu vorher festgelegten Definitionen von Macht und Zugang auf bestimmte Weise anordnet. Und Sie nennen das weiß, weil in der Geschichte waren es weiße Menschen, die diese Vorherrschaft ausgeübt haben. Aber es ist das System. Letztlich können auch Schwarze sozusagen diese weiße Form von Herrschaft ausüben. The term is fraught with risks. Der Begriff ist mit Risiken behaftet. Jeder Begriff, den wir verwenden, ist in irgendeiner Form riskant und aggressiv. Aber die Lesart ist hilfreich.
Sie beruht auf einem Erbe. Wie Sie richtig sagen, sind weiße Körper die Avatare der Rodung der Wildnis. Sie haben Körper untergepflügt, um Platz für die andere Art von Körpern zu schaffen, die oben liegen und die Standardkörper sind, die eigentlichen Ich, die richtigen Bürgersubjekte. So wird Whiteness zu einer Lesart, die aber spekulativ und zurückhaltend bleiben muss und keine abschließende universelle Deutung darstellt. Tentative, a contribution, not a definite fiat declaration of the universal. Ja, das entspricht auch Ihrem Denken, dass Sie die Dinge flüssig machen und starre Kategorien irgendwie versuchen aufzubrechen. Auch ich habe schon gesagt. Yes. Und Sie sagen auch, das sei beim Aktivismus wichtig, Klimaaktivismus oder andere Felder. Und Sie selbst sind ein ganz komischer Aktivist, sind nämlich ein Postaktivist, habe ich gelesen, oder? Und es gibt so schöne Sätze von Ihnen, wo Sie schreiben, wenn die Zeit drängt, sollten wir es langsam angehen. When times are urgent, we need to slow down. Das klingt auf Anhieb nach Zurücklehnen, nach Fatalismus, nach Nichtstun, aber so ist es, glaube ich, nicht gemeint, oder? No, it's not. Nein, es bedeutet nicht, sich zurückzulehnen und nichts zu tun. Verlangsamung als Zurücklehnen und Nichtstun zu interpretieren, beruht auf einer bestimmten Vorstellung der menschlichen Handlungsmacht. Wenn wir diese nicht ausüben, wenn wir nicht in einem Kantschen Moment der moralischen Rechtschaffenheit aufstehen, dann kann mit uns etwas nicht stimmen. Wenn wir aber erkennen, dass wir nicht allein sind, dass die Welt ebenfalls handelt und das Handeln bedeutet, sich auf Netzwerke des Leidens zu stützen, dann erfahren wir damit ein Gefühl für diese Flüchtigkeit, von der ich spreche. Sie ermöglicht es uns, da, wo wir sind, zu handeln. Lassen Sie mich, damit es nicht so abstrakt ist, ein ganz kurzes Beispiel geben. Ich reise die ganze Zeit. Ich reise zu viel. Ich vermisse meine Kinder, die gerade zu Hause in Indien sind. In einem Flughafen in den Vereinigten Staaten habe ich einmal eine Frau gesehen, die ihren Starbucks-Becher wegwerfen wollte und den dafür vorgesehenen und entsprechend gekennzeichneten Mülleimer suchte. So etwas haben wir weder in Nigeria noch an den meisten Orten in Indien. Es ist mir also aufgefallen. Wie würde diese Frau reagieren, wenn sie wüsste, dass mehr als 90% der weggeworfenen Materialien in Gambia, Westafrika und Indonesien landen und nicht in irgendeiner smaragdgrünen Stadt, wo sie als Tragetasche oder irgendein grünes Produkt ein neues Leben finden? Nun, sie gehen tatsächlich in den globalen Süden. Ich bin mit dem Recycling-Symbol aufgewachsen, bevor ich wusste, was es bedeutet, weil es in meiner Gegend Müllhaufen mit weggeworfenem Zeug aus dem globalen Norden gab. Es ist schwer für uns, das zu akzeptieren. Das Richtige zu tun ist also manchmal nicht angezeigt. Unsere Situation verlangt nach einer neuen ethischen Sensibilität. Ja, diese neue Sensibilität, wie auch Dinge zusammenhängen, wie Sie jetzt geschildert haben. Sie haben Ihre Kindheit angesprochen, dass Sie aufgewachsen sind in Nigeria. Ja. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen jetzt persönlich noch reden, um zu verstehen, was Ihr Denken geprägt hat und Sie als Mensch geprägt hat. Sie sind, Ihr Vater war Diplomat, Sie waren auch kurze Zeit... In Deutschland. Sie sind 1983 geboren, wir haben denselben Jahrgang, sind gleich alt übrigens. Yes! Genau. Und dann kam, also als Sie, glaube ich, neun Jahre alt waren, ist sozusagen der erste große Schicksalsschlag passiert in Ihrem Leben. Ihr Vater ist nämlich gestorben an einer Herzkomplikation oder Ich war damals 15. Ja, 15, Entschuldigung, 15, yes. Mit 15. Yes. Und Sie schreiben in Ihrem wirklich sehr lesenswerten Buch These Wilds Beyond Our Fences, das sind Briefe an Ihre Tochter, beschreiben Sie auch diesen Tod und wie Sie das geprägt hat. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Wie haben Sie dieses Trauma auch verarbeitet? Ich wollte mit den Fäusten an die Himmelspforten schlagen.
Ich bin christlich erzogen worden. Der Süden Nigerias ist eine sehr christlich geprägte geopolitische Zone und ich wuchs in einem christlichen Haushalt auf. Ich konnte mit dem Tod meines Vaters nur fertig werden, indem ich Gott zürnte und der materialistischen Welt die Schuld gab. Ich suchte seine Seele. Ich hatte das Gefühl, dass er im Himmel war und dass der einzige Weg, wie ich in den Himmel kommen konnte, darin bestand, die materielle Welt zu überwinden. Ich denke, der Tod meines Vaters gab mir den Anstoß für meine Karriere als Intellektueller, der in der Öffentlichkeit auftritt. Denn er brachte mich auf die Suche nach einer Welt, in der der Tod als Teil des Lebens verstanden wird. Wir mussten uns vertieft mit dem Leiden auseinandersetzen, weil sein Tod das Leben in meiner Familie bis heute nachhaltig veränderte. Es war traumatisch. Ich musste Schubkarren durch die Straßen schieben, damit meine Familie überleben konnte. Ich kochte mit meiner Mutter auf der Straße Hühnchen, damit meine Schwestern und wir alle zur Schule gehen konnten. Im Nachhinein bin ich für diese Erfahrungen dankbar, denn sie waren das Feuer, das mir die Wärme gab, die ich heute spüre. I am in retrospect grateful for that, because it was the fire that gave me the warmth that I feel today. Also ein sehr prägendes Erlebnis, und Sie haben dann auch diese Vaterrolle irgendwie eingenommen, mussten die Familie irgendwie ernähren und durchbringen und auch dieses konfrontiert werden mit diesem, ja, mit diesem Verlust und mit Tod. Hier ist in diesem Buch kommt noch eine zweite schöne Geschichte, die Ihnen, glaube ich, sehr geholfen hat. Sie müssen das erzählen. Sie haben dann später, ich weiß nicht wann, eine prägende spirituellen Lehrer kennengelernt, einen Heiler, Baba nennen Sie den. Mitglied der Yoruba. Yoruba, das ist sozusagen die, ja, ein Volk in Westafrika, vor allem in Nigeria. Was hat Ihnen dieser Baba mitgegeben? Vielleicht können Sie diese Begegnung kurz schildern, wie Sie auch dazu gekommen sind, so eine Heilerfigur aufzusuchen in der eigenen Tradition. I guess at some point when I started to notice, so here's a good way to tell the story. Ich hatte gerade meinen Master abgeschlossen, mit sehr guten Noten. Ich war ein totaler Streber. Ich hatte also mein Studium abgeschlossen, unterrichtete und machte meinen Doktor. Die psychiatrischen Einrichtungen in Nigeria reichten nicht aus, um die Menschen zu versorgen. Da wurde mir klar, dass die Krise vielleicht gerade darin bestand, wie wir sie angehen. Vielleicht brauchten wir andere Wege, andere Modalitäten, andere Kosmologien, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. We need other ways, other modalities, other cosmologies to attempt the impasses of this. Also suchte ich diese Heiler auf. Das war ein Novum, denn ich lehrte und lernte und arbeitete an einer christlichen Universität, an der solche Praktiken als satanisch und primitiv verteufelt wurden. Trotzdem beschloss ich, von diesen Menschen zu lernen. Das war vielleicht der zweite Anstoß zu meiner Laufbahn, weil sie mich mit gänzlich neuen Dingen und Formen der Erkenntnis konfrontierten, die mir geblieben sind. Tatsächlich habe ich mich mit 6 Heilern oder Priestern getroffen. Der 7. hat mich rausgeschmissen. Diese Geschichte werde ich nicht erzählen. The 7th one pushed me out, so I'm not going to tell that story. Get out of here. But 6 of them. Aber 6 von ihnen meinten: Warum setzt ihr bei der Heilung ausschließlich auf Pillen und Krankenhausbetten? Versteht ihr nicht, dass es noch andere Dinge auf der Welt gibt? Es gibt eine spirituelle Krise, und das, was ihr Psychopathologie nennt, könnte eine andere Art der Reaktion darauf sein. Auf ihre einprägsame Art sagten sie mir:
Ihr habt alle Geister und alle Kräfte verbannt und eure Autobahnen gebaut. Und nun beschwert ihr euch, dass es euch nicht gut geht. Es war also ein wunderbares Eintauchen in andere Formen und Strukturen des Verstehens der Welt, von der ich dachte, dass ich sie dank Freud oder Carl Jung bereits verstanden hätte. Es war ein großes Geschenk. Sehr bewegend. Und wenn Sie jetzt ein, zwei Aspekte rausgreifen müssten aus diesem Weltbild, was können wir hier im Westen von diesen Yoruba lernen, von diesen Heilern ganz konkret? An was müssen wir glauben vielleicht auch wieder? Welche Art von Spiritualität müssen wir entdecken? Let me explain it this way then. I think of whiteness. Lassen Sie mich es so sagen. Ich betrachte Whiteness als die offensichtliche These. Weißsein ist begründend, oder, um es mit den Worten meiner Schwester Erin Manning auszudrücken, der Establishing Shot. Beim Betreten eines Raumes ist das, was sichtbar ist, alles, was es gibt. Ich brauche zum Verstehen nicht mehr als das, was ich sehen kann. Die Informationen, die ich hier erhalte, reichen mir aus. Diese Heiler und Denker sprechen von einer anderen, vorbestehenden Weite. Der Raum ist nicht leer, er ist erfüllt von Leben. Wir sind nicht allein. It's replete with life, right? We're not alone. Whiteness dances with neoliberal capitalism. Das Weißsein flirtet mit dem neoliberalen Kapitalismus und mit der Neurotypizität. Es basiert auf der vereinzelnden kapitalistischen Vorstellung, dass wir isoliert sind. Du, Eve, bist allein. Du musst dir selbst Raum schaffen. Wenn du sprichst, musst du deine eigenen Sätze vollenden. In dieser anderen Weltsicht, von der diese Menschen sprechen und die über Generationen hinweg entstanden ist, sind wir nicht allein, sondern Teil eines größeren Gefüges von Leben und Sterben. Ja, aber das klingt nach einem magischen Weltbild, nach einem animistischen Weltbild, auch vielleicht pantheistisch würden wir vielleicht sagen, überall sind Kräfte am Werk, Götter am Werk und wir sind verwoben in diesem dichten Netz von Lebendigem. So, und das ist dieses Weltbild. Also nicht nur der Mensch ist hier und sonst ist tote Materie, noch ein paar Tiere und Pflanzen, sondern alles ist irgendwie auch belebt und beseelt. Es hat etwas Theologisches an sich. Ich würde es als Panentheismus bezeichnen. Nicht nur Pantheismus, Gott in allem. Panentheismus heißt, selbst Gott ist noch nicht erschaffen. Hier gibt es etwas darüber hinaus. Es ist eine Erforschung mit offenem Ende. Darauf bezog sich Franz Anton Mesmer mit seinem animalischen Magnetismus, aber das führt uns zu weit. Es geht um die Fluidität, um die Idee von Einschlüssen anstelle von isolierten Körpern. Ich möchte noch auf eine Figur eingehen, die nämlich für Sie wichtig ist, in dieser Mythologie, in diesem Denken der Yoruba, nämlich der Trickster. Sie selbst sind nämlich auch so ein Trickster. Und das ist eine Figur, die die Ordnung durcheinander bringt, die Grenzen sprengt und auf spielerische Weise Regeln verletzt. So. Und das sind Sie irgendwie auch, oder? Yes. Not quite. Nicht wirklich. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Trickster bin. Das ist keine Identität. Es wäre eine einfache Zuschreibung. Aber ich bin dem Konzept verpflichtet und dem, was es in der Welt bewirkt. Der Trickster ist keine Identität, sondern eine vermenschlichende Art, über die sich manifestierenden Eigenschaften eines Universums zu sprechen, das nie stillsteht. Zu nennen wären etwa Loki und Eshu oder Eshu und Legba in Brasilien oder Bruder Hase, Bruder Wolf. Sie stehen für die Idee, dass die Welt nicht nur aus Ordnung besteht. Die Welt besteht auch aus Chaos. Und dieses Chaos ist beweglich und vergänglich. And this chaos is moving and transitory, yes. Lassen Sie uns noch bei dieser Spiritualität bleiben, weil ich hatte vor einiger Zeit ein sehr interessantes Gespräch hier mit einem Denker aus Afrika, aus dem Senegal. Felwin Sarr heißt er, Denker und Musiker auch. Und er schreibt in seinem Buch Afrotopia, ganz am Schluss, der letzte Satz lautet, Afrika wird das spirituelle Zentrum
der Zukunft sein. Ich fand das sehr eindrücklichen Satz und habe ihn gefragt, was er damit meint. Hören wir mal kurz zu. Wir sollten eines nicht vergessen: Das Leben ist in Afrika entstanden. Afrika ist die Wiege der Menschheit. Die ältesten menschlichen Zivilisationen sind afrikanisch. Die afrikanischen Völker haben das Leben über enorme Zeiträume erfahren und dabei Höhepunkte und Abgründe erlebt. Sie haben das Leben in seiner ganzen menschlichen Breite kennengelernt und gelernt, die Herausforderungen des Zusammenlebens zu meistern. Die afrikanischen Gesellschaften haben dem Rest der Welt seit Anbeginn nachhaltiges Leben vorgelebt. Sie haben es verstanden, Leben zu schaffen, es zu bewahren, wachsen zu lassen und weiterzugeben. Uns fehlt heute jede Utopie. Wir wissen nicht, wo es hingehen soll und wie wir aus der technoindustriellen Situation herauskommen, die unseren Lebensraum schädigt. Unserer ökologischen Krise kann Afrika ein Zivilisationsprojekt entgegensetzen, das nicht auf materiellen, sondern spirituellen Werten beruht und, wie Frantz Fanon sagt, mehr Menschlichkeit vorschlägt und die Menschheit auf eine andere Ebene bringt. Wenn sie nicht weisen und spirituellen Zielen dient, führt uns die Technologie in den Abgrund. Der Kontinent muss natürlich Wege zur Lösung der wirtschaftlichen Herausforderungen aufzeigen, aber wir müssen auch menschlich weiterkommen. Mit seiner langen und tiefen Erfahrung kann der Kontinent einen zivilisatorischen Beitrag leisten. Das ist es, was ich am Schluss prophezeie. Sie nicken. I'm nodding because ich stimme ihm zu. Es scheint mir offensichtlich, dass in Gesprächen über den Fortschritt in der Welt Afrika meist ganz am Ende genannt wird. Archetyp des Fortschritts und der Demokratie sind griechische Götter. Wenn wir über Demokratie sprechen, denken wir an Theseus, nicht wahr? Wir sprechen nicht über die viel älteren Gesellschaftsordnungen auf dem afrikanischen Kontinent. Wir sprechen nicht über das alte Königreich von Benin und seinen technologischen Fortschritt. Es stimmt also, dass wir Afrika mitdenken müssen. Ich bin jedoch etwas zurückhaltend, was utopische Projekte und zukunftsweisende Modelle angeht, wonach Afrika uns in die Zukunft führen würde. And the future anticipatory models that posit that Africa would be leading a cause into the future. My work doesn't lie in that direction. Ich mache keine Zuschreibungen über Afrika, noch sage ich, dass es überhaupt eine kohärente Struktur namens Afrika gibt. In meiner Arbeit als postnationalistischer, transöffentlicher Intellektueller denke ich über identitäre Strukturen hinaus. Mein Thema sind soziale Experimente, die Dynamik des menschlichen Gefangenseins. Ich weiß nicht, wie die Zukunft in 5 Jahren aussehen wird. Ich befasse mich nicht mit Voraussagen. Ich möchte bei den Problemen von heute bleiben und die Ressourcen des Yoruba-Volkes und anderer afrikanischer Intellektueller nutzen, um Aussagen über die heutigen Probleme zu machen. Und würden Sie sagen, das kann auch für uns hier im Westen Ressourcen sein, Ideen sein, die uns helfen, die Probleme zu lösen, die Krisen zu lösen? Heute sprechen ja viele über kulturelle Aneignung, cultural appropriation und so weiter. Sind das Ideen, die uns irgendwie letztlich auch fremd bleiben, oder sehen Sie das auch als im Fluss und wir dürfen das und können das und sollen das übernehmen, um aus diesen Krisen rauszufinden? Ich denke schon. Ich möchte weder mich selbst noch irgendwelche schwarze Intellektuelle ins Feld führen, die mit ihren Werkzeugen und Gaben dem Westen aus der Patsche helfen. Vielmehr möchte ich uns an einen anderen Ort der Macht, des Gesprächs und des Experimentierens einladen. Wir können dem Reichtum afrikanischer Geschichten viel entnehmen. Der Geschichte der Yoruba, der Geschichte der Sklaverei, die Art und Weise, wie Geschichte auf dem afrikanischen Kontinent erzählt wird, kann sich angesichts des Auflösungsprozesses der Moderne als hilfreich erweisen.
Solange wir nicht lernen, mit dem Trickster zu leben, der Vorstellung von Flüchtigkeit und der Idee, dass wir nicht allein sind, werden wir uns weiterhin im Kreis drehen, wie die Ameisen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das reicht zum Thema Aneignung. Ja, also ich meine, diese Weisheitstradition, diese Yoruba, das ist die eine Quelle, aus der Sie vieles ziehen, aber es gibt auch philosophische Quellen. Sie haben diesen Neomaterialismus erwähnt, also eben Namen wie Donna Haraway, Karen Barad und so weiter. Und da ist die Idee, was Sie schon gesagt haben, also die Materie ist wichtig, wir sind Körper innerhalb von Körpern und andere Körper haben Handlungsmacht, ob das Bakterien sind oder der Klimawandel. Und das andere ist, was man bei Ihnen auch sieht, dass Gegensätze aufgebrochen werden und die Dinge irgendwie ineinander übergehen. Und jemand, der das beispielhaft vorlebt, ist Donna Haraway. Und wir haben einen Einspieler mitgebracht und hören ihm hier mal kurz zu. Meine Aufmerksamkeit richtet sich im Grunde auf diese erstaunlichen kreativen Momente, wenn starre Kategorien aufbrechen und etwas anderes vorstellbar wird. Ich hatte also nicht das Ziel, alles auf den Kopf zu stellen, sondern diese Kategorien zu verändern. Offensichtliche Kategorien, die wir verwenden, wie Natur und Kultur oder männlich und weiblich, Tier und Mensch, Kategorien, die dazu neigen, binär zu funktionieren. Jeder weiß, dass Kategorien auf extrem künstliche Art die Welt spalten, aber trotzdem klammern sich die Menschen daran. Meine Arbeit bestand darin, diese Kategorien aufzubrechen, um etwas anderes vorzuschlagen. Ich wollte Momente der Verwandlung und des Zusammenfalls in den Vordergrund stellen, damit wir uns eine weniger mörderische Welt vorstellen können. Eine Welt, die weniger auf Ausbeutung, Gewalt, Ausrottung, Völkermord, Rassismus basiert. Eine Welt, die weniger in der Zerstörung verwurzelt ist. Ja, das klingt alles sehr gut, sehr überzeugend, aber ich frage mich doch, wenn diese Gegensätze doch in unserer Sprache angelegt sind, dunkel, hell, groß, klein, sein, nicht sein, brauchen wir dann auch eine neue Sprache, eine Poesie oder neue Begriffe, um das aufzulösen, weil die Sprache prägt ja auch unser Denken. Oft betrachten wir Sprache als eine Grenze, die uns von der Welt trennt, anstatt Sprache als Teil der Welt zu sehen. Sprache repräsentiert nicht die Welt. Sprache ist kein Spiegel der Welt. Sie ist nur ein Teil der Welt. Und sie ist nicht differenziert genug, um jeden molekularen Fluss abdecken zu können. Aber das muss ich verstehen. Also Sie sagen, der Ausdruck Tisch zum Beispiel, das Wort Tisch, repräsentiert nicht diesen Tisch, sondern die Sprache ist irgendwie, dieser Tisch ist auch Sprache, den ich anfassen kann. I mean, within human constraints, innerhalb eines bestimmten menschlichen Rahmens, bezogen auf den Kontext unserer Unterhaltung, bildet Sprache unsere Welt ab. Aber jenseits dieser menschenbezogenen Beschränkungen repräsentiert Sprache keinen Tisch und auch nicht die Welt außerhalb unserer Sprache. Wir funktionieren in einer soziomateriellen Praxis, die dies als Tisch ansieht. Für meinen Sohn ist das kein Tisch, auch wenn wir es Tisch nennen. Es ist ein Raumschiff. Wir müssen also über die Praktiken sprechen, die die Welt konstituieren. Und die Sprache ist nur ein Teil, ein Aspekt dieser materiellen Praktiken, die die Welt konstituieren. Sie bildet die Realität nie völlig ab. Das Spaceship-Beispiel ist gut, weil es natürlich auch in die Poesie reingeht, in Metaphern, Dinge zu sehen als etwas Bestimmtes und so irgendwie auch unseren Umgang mit den Dingen zu verändern. Die Welt als Lebewesen. Zu sehen, nur so tun, als ob. Und dann verändert man auch das Verhalten. Man hat Ehrfurcht, Respekt und so weiter. Es wäre eingänglich zu sagen, das hier, das bist du. Das ist Bruder Eve. Du stehst direkt vor mir. Aber man kann sie auch als Bewegung erfassen. Sie haben Millionen von Zellen gestreut, nachdem sie heute Morgen ihr Bad genommen haben und den ganzen Weg hierher gekommen sind. Sie sind überall verstreut.
Sprache weiß nicht, wie damit umgehen. Donna Haraway spricht davon, dass Identität größeren Strömen unterliegt. Ausgehend von der Identität ist dies ein Tisch, das funktioniert. Aber wenn wir andere Dinge in der Welt bewegen wollen, müssen wir über diesen nützlichen Aspekt hinausgehen. Deshalb ist Postaktivismus eine Pragmatik des Nutzlosen. Jenseits des Nützlichen und des Instrumentellen finden wir einen spielerischen Umgang mit der Nutzlosigkeit. Dann wird daraus mehr als ein Tisch. Er wird zu anderen spielerischen Dingen. Okay, also dieses Spielen mit den Dingen, auch mit den Begriffen anfangen zu spielen, dass nicht alles so Mittel zum Zweck ist, nicht diese instrumentelle Vernunft, wie wir das nennen. Genau. That is, whiteness is categorization. Weißsein kategorisiert. Es denkt die Welt in Großbuchstaben. Aber die Welt dreht sich in Kleinbuchstaben. Die Welt bewegt sich auf molekulare, autistische Weise. Sie ist nicht die beherrschende Autobahn, für die wir sie halten. Die gibt es auch. Aber manchmal stehen Moral und Einigung der Veränderung im Weg. Selbst Begriffe wie Gerechtigkeit können dem Wandel im Weg stehen. Und es wird ja noch komplizierter. Danach werden wir wieder konkret, aber jetzt nochmal die Frage. Diese Denkerin, die Sie auch oft zitieren, die Sie auch getroffen haben und kennen, Karen Barad, auch so eine neue Materialistin, yes. Die kommt ja aus der, diese Person kommt ja aus der Quantenphysik, aus der Quantenmechanik. Und da gibt es auch diese Phänomene, die wir nicht wirklich verstehen. Das Lichtteilchen sind Teilchen, aber auch Wellen. Und Sie sagen sogar, unsere Zeitvorstellung müssten wir neu denken. Also Zukunft ist etwas, das nicht immer vor uns liegt, sondern die Vergangenheit kann auch vor uns liegen und so weiter. The past is yet to come. The past is yet to come. Also das müssen Sie jetzt erläutern, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, dass wir ein anderes Zeitverständnis auch vielleicht brauchen. The story is modernists thought the deeper we go. Die Modernisten gingen davon aus, dass ein immer tieferes Eindringen in die Welt zu einer Definition aller Dinge führen würde, zu einer kategorischen Singularität. Aber dann stießen sie auf die Quantenfeldtheorie und waren in ihrem Dasein als Physiker erschüttert, auch wenn sie das nicht zugeben würden. Karen Barad spricht auf das Doppelspaltexperiment an. Was ist eine Welle? Was ist ein Elementarteilchen? Hat es seine eigene Identität oder hängt dies von den jeweiligen Messungen und Anordnungen ab? Damit fällt das Konzept der Identität in sich zusammen. Licht ist weder eine Welle noch ein Teilchen, oder vielmehr ist es gleichzeitig eine Welle und ein Teilchen, abhängig von der Vorrichtung der Anordnung. And the particle at the same time depending contingent upon the apparatus, the arrangement. Was also bist du und was bin ich? Das hängt von den Arrangements ab. Aber diese Dinge entziehen sich unseren Messungen. Sie liegen außerhalb der Sprache. Genau, es hängt an der Messung, an der Beobachtung, an der Relation. Die Relation ist zuerst und das gibt die... Es ist die Beziehung. Es ist eine relationale, prozessuale Welt. Jetzt müssen Sie das den Politikerinnen und Politikern erklären, damit die Welt retten können. Okay, los geht's. Ich meine, das ist ja die Frage, wie man jetzt von diesem philosophischen Gedanken, von dieser anderen Weltsicht, ich habe es gesagt, solche Denkerinnen wie Karen Barad oder diese Yoruba-Tradition aus Nigeria, die jetzt, glaube ich, viel hilft, also auch diese spirituelle Weltsicht, wie wir das integrieren können in unsere Handlung, wie wir da weiterkommen. Ich glaube nicht, dass hier Integration gefordert wird. Integration bedeutet ein Risiko. Integration setzt eine Basisrealität voraus, die durch Einbeziehung anderer Elemente gewahrt bleiben soll. Lass uns einfach ein paar philosophische Einsichten einstreuen, damit wir mit dem Status quo weitermachen können. Hier ist etwas Drastischeres erforderlich, Bruder. Aus diesem Grund habe ich den Postaktivismus postuliert, als einen Weg, die Art und Weise zu hinterfragen und zu steuern, wie wir Wirkmacht erlangen, wie wir über Macht, über Freiheit, über das Individuum, das fetischisierte Produkt weißer Stabilität, denken. In meiner Lesart hüllt sich die weiße Stabilität langsam aus. Sie liegt im Sterben. Wir spüren das in der Pandemie, im Anthropozän und in der Erschöpfung der Menschen durch das Aufkommen von Technologien wie ChatGPT.
Die Prämisse des Individuums wird in Frage gestellt. In diesen Synkopen liegt ein Politikfeld. Das Politische zeigt sich in Form von Rissen. Ein Riss ist ein Verlust an Integrität. Die Politik der Gegenwart muss sich innerhalb der Risse positionieren. Sie muss die Form von Kunst, von einem Experiment annehmen und über den Protest gegen die Macht hinausgehen. Sie darf nicht nur die Mächtigen herausfordern und der Macht die Wahrheit entgegenschleudern, sondern muss Dinge erschaffen. Aber das heißt, Kultur, Kunst, Literatur, Projekte auch, also außerhalb von Politik, vom Parlament, wo die dann abstimmen und so weiter und ihre Vorschläge machen. Das heißt, wir gehen von der Vorstellung aus, dass Politik von Philosophie und Kunst getrennt ist. Das ist eine sehr sektorielle Analyse. Wir haben es schließlich mit einem lähmenden Massenereignis zu tun, das uns alle betrifft. Es durchdringt bereits die Politik, die Metaphysik, die Kunst und die Gesellschaft. Es ist also nichts Sektorielles. Auch die Politiker werden davon erfasst. Natürlich bemühen sie sich nach Kräften, dies zu verbergen und den Schein der Kompetenz zu wahren. Aber sie fühlen es auch. Wir tun uns schwer, weil wir die Antworten nicht haben. Ich meine, Sie haben Bruno Latour erwähnt, Parlament der Dinge. Also wie können wir der nichtmenschlichen Natur irgendwelche Rechte, eine Stimme geben, den Tieren, den Pflanzen, den Bergen zum Beispiel? Das sind ja auch Versuche, diese Ehrfurcht vor der Natur irgendwie politisch den Kraft zu geben, die konkret zu machen. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Politik nicht abgeschnitten ist von diesen philosophischen Ereignissen. Es gibt verschiedene Länder auf der ganzen Welt, unter anderem Bolivien, die der Natur bestimmte Rechte einräumen. In solchen Versuchen liegt etwas Spekulatives und Abtastendes, aber ich sehe sie als nützlich und produktiv im Hinblick darauf, etwas Neues zu schaffen. And prolific or productive generative attempt. So Bruno Latour speaks about the actor network. Bruno Latour spricht über die Akteur-Netzwerk-Theorie und das Parlament der Dinge. Wir können diese Richtung eine Zeit lang einschlagen, aber ich denke, es gibt noch andere Schritte, die wir unternehmen können, nebst dem Versuch, der Natur ein Mitreden in der Politik einzuräumen. Das fühlt sich etwas simpel und unzulänglich an, obwohl Unzulänglichkeit auch ein Geschenk ist. Was wäre ein konkreter Vorschlag von Ihnen? Die Lösung wird nicht von den Nationalstaaten kommen, sondern als transnationale Politik erscheinen, die im Untergrund wirkt, etwa als eine Explosion von Karnevalsveranstaltungen. Dies soll kein Versuch sein, den Mächtigen die Wahrheit entgegenzuschleudern oder die abgehobenen Politiker vom Podest zu holen. Es wird sich zeigen, dass die Macht nicht so fest verankert und stabil ist, wie wir glauben. Sie liegt nicht allein beim Staat, noch nicht einmal im kapitalistischen System. Natürlich gibt es dort Formen von Macht, aber die Macht ist breiter verteilt, als wir denken. Die Frage ist also, können wir anderswo spielerisch mit Macht umgehen? Dies kann nebenher geschehen. Es geht nicht darum, mit Blick auf die gesamte Ökologie die Welt zu verändern, sondern sie zu berühren und im Gegenzug berührt zu werden. Ich möchte uns von der Ethik befreien, dass wir die ganze Welt verändern müssen. So denkt der Kapitalismus. Das ist sehr neurotypisch. Meine Idee ist also kein neurotypischer Versuch, die Welt zu verändern. Es geht darum, die kleine Geste zu machen, in den Rissen zu denken. Genau, in diesem Riss zu bleiben, da zu denken, berührt zu werden und die Erde zu berühren, das klingt sehr, sehr poetisch. Und es ist wieder, ich meine, es ist immer der Verdacht, dass die Lösung, die ich vorschlage, ist immer wieder Teil des Problems und verstärkt das Problem, oder? Und Sie sagen auch dieses Loslassen von diesem Humanismus, also Sie nennen Ihre Position auch so wie zum Beispiel Rosie Bridotti, posthumanistisch oder ein Posthumanismus. Bridotti, genau. Und das heißt, wir verbannen den Menschen aus dem Zentrum unseres Weltbildes, so dass dieses, also das Gegenteil von anthropozentrisch.
Aber es heißt doch irgendwie auch, ich weiß nicht, ob Sie gegen die humanistischen Werte sind. Warum möchten Sie denn Humanismus das nicht, oder? No, so no banishment here. There's no, I think posthumanism. Nein, die wollen wir nicht verbannen. Der Posthumanismus braucht den Humanismus. Es handelt sich nicht um eine Nachfolgeerzählung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt den Posthumanismus haben und den Humanismus loswerden wollen. Auch der Postaktivismus sagt nicht, dass wir mit dem Aktivismus fertig sind. Es geht darum, die Spannungen in jeder philosophischen Strömung zu erkennen. Der Humanismus unterliegt Spannungen, denn er basiert auf dem Untergang und sogar dem Völkermord an anderen Körpern. In unserem Bestreben nach einer eingeebneten, sauberen Zivilisation, in der wir die Oberhand haben würden, mussten wir andere Triebe und andere Körper unterdrücken. Der Posthumanismus löst diese Spannungen auf. Er kann neue Arten von Gesten anbieten. In keiner Weise sollen die Erkenntnisse des Humanismus in einer Hauruck-Übung über Bord geworfen werden, weil wir damit fertig wären. Okay. Jetzt ein Ziel, das unsere Gesellschaft vorschwebt, was den Klimawandel angeht, ist so ein Netto-Null-Ziel. Also, dass wir die Emissionen reduzieren, dass wir diese Wende hinkriegen, von fossilen Energien zu erneuerbaren. Sie lächeln schon und schütteln den Kopf. Ist das für Sie gar kein Ziel? Ist das falsche Ziel? Sind wir immer noch in dieser Ameisenmühle drin, wenn wir so denken? Das ist eine sehr gute Metapher. Ich glaube, wir stecken in der Ameisenmühle. Selbst mit Netto Null. Ich denke schon. Warum? Weil eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen das Problem der menschlichen Herrschaft nicht löst oder angeht. Selbst wenn wir das Netto-Null-Ziel in ein paar Jahren erreichen, haben wir uns immer noch nicht mit den kolonialen kapitalistischen Herrschaftsansprüchen auseinandergesetzt, die den transatlantischen Sklavenhandel ausgelöst haben, die bestimmte Körper als minderwertig behandeln. Wir haben uns immer noch nicht mit dem Anthropozän befasst. Der Klimawandel ist nicht das Wetter, das verrückt spielt. Klimawandel ist Beziehung. Unsere Körper verwittern auch. Es geht darum, wie wir die Zeit betrachten, wie wir mit Wirtschaft umgehen, wie wir über Kinder und über Schule und Bildung denken. Alles ist Teil der humanistischen Sphäre, die das Anthropozän fortentwickelt und absondert. Dieselbe reduktionistische Herangehensweise zeigt sich auch in unserem Umgang mit der Pandemie. Wenn wir das Virus loswerden, haben wir das Problem der Pandemie gelöst. Nein, es lässt sich nicht auf Covid reduzieren. Es ist alles Symptombekämpfung, kann man sagen, aus Ihrer Sicht. Ich meine, Sie haben gesagt, es hängt davon ab, auch was es heißt, ein guter Vater zu sein, haben Sie jetzt gesagt. Und das ist ja für Sie auch in diesem Buch wichtig. Yes. Was ist denn ein guter Vater? Oh, I don't know. Ich habe keine Ahnung. Das beruhigt mich. Ich versuche mich als werdender Vater zu bezeichnen. Denn ich werde nie reüssieren. Tatsächlich schreibt meine Frau gerade ein Buch darüber, warum der Begriff der guten Elternschaft kompostiert werden muss. Nicht weggeschmissen, nicht ausrangiert, sondern kompostiert. Not discarded, but composted. Auch ein Ausdruck von Donna Haraway, glaube ich, oder? Das mit dem Kompostieren. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich glaube, ja. Okay. So the composting. Das Kompostieren besteht also darin, meine uneingestandene Heuchelei zu erkennen. Wenn ich meine Vaterrolle einnehme, tue ich dies nie allein. Ich bin Vater innerhalb von Strukturen und von Erwartungen dazu, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Ich bin Vater im Gefüge einer Stadt. Wir agieren nie allein, sondern als ein Netzwerk. Bei all den Anmaßungen und den einschränkenden Erwartungshaltungen dazu, was es heißt, gute Eltern zu sein, ist gut bereits eine politisierte Kategorie. Wir dürfen uns durchaus dagegen aussprechen. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht für meine Kinder da sein will. Natürlich will ich das. Aber das geschieht in einer Auseinandersetzung mit einem ganzen Kosmos. Die Zeit schreitet voran. Wir haben noch 4-5 Minuten. Mich würde noch interessieren, es gibt ein Buch von einem US-Philosophen, Jonathan Lear. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das heißt Radikale Hoffnung. Radical Hope. Mm. Und er meint, dass wir lernen müssen,
loszulassen, wenn wir uns neu erfinden wollen. Und dass diese Hoffnung, diese radikale Hoffnung auch heißt, ich weiß nicht, was kommen wird, wie die Zukunft aussehen wird. Und trotzdem bin ich nicht verzweifelt. Ja. Aber ich muss bestimmte Dinge loslassen im Vertrauen darauf, dass es irgendwie gut kommt, egal was passiert. Was würden Sie sagen, müssten wir vor allem lernen, loszulassen? I think we also have to let go of hope. Ich denke, wir müssen auch die Hoffnung loslassen. I think we also need to die Hoffnung war das letzte Übel in der Büchse der Pandora. In der Moderne zeigt sich die Hoffnung als steriler, positivistischer Optimismus. Lauren Berlin spricht vom grausamen Optimismus als Hoffnung, die uns an Orte zurückführt, die wir vermeintlich hinter uns gelassen haben. Ich denke, wir müssen auch mit Hoffnungslosigkeit, mit Verlust und Trauer leben lernen. Nur wenn wir lernen, gut zu trauern und den Schmerz auszuhalten, werden wir offen für andere Welten sein. Und Sie lachen so viel, trotz all dieser Übel, mit denen Sie sich beschäftigen. Das Wasser ist gut, deshalb lächle ich. Wie schaffen Sie das, wenn Sie auch über diese Verluste nachdenken, über diese Katastrophe, Klimakatastrophe und so weiter, über Armut, Ungerechtigkeit, Rassismus, alles Themen von Ihnen, und Sie treten trotzdem mit dieser Wärme auf und mit dieser Leichtigkeit, umarmen die Leute in der Garderobe? I think when you learn how to hold grief, then you can be joyful. Wenn man lernt, mit der Trauer zu leben, kann man auch fröhlich sein. Es ist utopisch, kategorisch zu unterscheiden zwischen Freude und Trauer, als ob es sich um zwei getrennte Gefühle handeln würde. Man sollte der Trauer Raum geben, was die Psychologie nicht gut kann. Kürzlich wurde die Trauer im klinischen Leitfaden DSM-5 pathologisiert. Richtig. Wenn man länger als ein Jahr trauert, stimmt etwas nicht mit einem. Gut zu trauern ist eine Gabe, eine Form von Aktivismus und von Verantwortung. Meine Arbeit als Intellektueller im Scheinwerferlicht besteht darin, Raum zu schaffen für andere Arten von Subjektivität, damit wir etwas in der Welt bewegen können. Gut zu trauern heißt zu lächeln. Verlust ist meine Berufung. Ich beziehe mich darauf, ich schreibe darüber, ich denke darüber nach und nehme ihn mit auf meine Reisen, denn im Verlust zeigt sich auch die vollkommene Kreativität eines Kosmos, der noch im Entstehen ist. Bayo Kamalafe, das nehme ich sehr, sehr gerne als Schlusswort. Wir haben heute gelernt, wie alles mit allem zusammenhängt, verbunden ist und selbst die Trauer, tiefste Trauer mit einem Lachen. Danke vielmals. Thank you very much. Ich danke dir, Bruder. Thank you. Thank you. Ja, wie denkt ihr über die Klimakrise? Welche Denkmuster und Gewohnheiten müssen wir dringend ablegen und können uns indigene Weisheitstraditionen dabei helfen? Schreibt es in die Kommentare und hier drüben findet ihr ein weiterführendes Gespräch zum Thema und ein Special mit Bayo Akomolafe. Danke fürs Mitdenken und bis bald.